Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den American Truck Simulator. Ja, ihr seht schon, um was es geht. Es geht um die sogenannten Doppeltrailer. Ja, doch, ich denke mal, sehr bekannt in Amerika. Bei uns würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, Hashtag Gigaliner. Obwohl, ja, Gigaliner ist ja von Krone, ne, der Begriff. Aber, ja, der ist halt irgendwie so wie Haribo und Tempo schon ein bisschen, ja, als Synonym für diese großen LKW-Anhänger. So, ja, wo und was kann ich mit diesem LKW machen? Wir werden den erstmal abkoppeln, dass ihr schon mal einen kleinen Überblick habt, wie das ungefähr aussieht. Beim letzten Mal haben wir ja gesehen, dass das neue Schwerlast-DLC für den American Truck Simulator rausgekommen ist und somit hat man auch gesehen, dass man da eine zusätzliche oder zwei zusätzliche Achsen hat, die sich quasi drehen können, und das bedeutet, dass jetzt die Mod-Community diesbezüglich mehr Freiheiten hat, auch hier ein Gelenk reinzumachen, nicht nur dieses Gelenk hier vorne, sondern auch hier dieses Gelenk kann jetzt richtig animiert werden. Wir gucken uns das einfach mal an. Mit meinem kaputten LKW fahren wir mal ran, koppeln an und jetzt werden wir das mal ausprobieren. 26 MB groß und dann fahren wir doch einfach mal hier vorne um die Kurve. Wir trauen uns einfach mal hier rumzufahren. Wir setzen mal die Maus ein bisschen weiter hier rüber und dann gucken wir uns das einfach mal an. Ah, sieht doch schon mal. Motor 4 Funktion, das läuft natürlich bei Maximus. Das läuft wie ein Länderspiel. Erstmal ein Foto hier, das ist ja richtig extrem. Guckt euch mal an. Und jetzt fahren wir langsam hier rüber. Ja, und die Polizei wird uns auch schon bald verwarnen. Ey, das sieht doch schon cool aus, ne? So, jetzt sehen wir hier quasi das Gelenk. Können wir nicht separat noch abkoppeln? Vielleicht kommt sowas, ja, dass wir sowas auch mal machen können. Hier vorne, also zwei Gelenke haben wir, die sich jetzt quasi den Anhängerzug hier rumführen. Ja, muss auch sagen, es sieht ganz cool aus und funktioniert. So, ab ins Fahrzeug. Ja, ja, die machen schon wieder Stress hier. Wir gucken das mal in den Spiegel an. Ja. Schön. Okay. Dann cruisen wir mal ganz kurz hier lang. Also sollte nur eine kurze Vorstellung sein. Es gibt auch, glaube schon auf dem Steam Workshop. Habe ich bei Mr. German Trucker gesehen. Ich grüße dich. Dass da solche Originalfirmen, also vom Spiel, schon implementiert sind. So, wir werden jetzt einmal nicht großartig hier anhalten. Wir fahren einfach mal weiter. No luck, no skill. Und für alle, ne, wir machen mal Rundumleuchter an. Ja, wie groß könnte denn, oder wie lang könnte denn dieser Trailerzug denn sein? Könnt ihr mal mitschätzen. Und da oben fliegt die F-22 Raptor rum. Naja, die beschützt uns. So, jetzt fahren wir mal ganz geschmeidig nochmal um diese Kurve, blinken nochmal und dann sollte es erstmal reichen. Endlich mal eine Version, die jetzt richtig funktioniert. Man merkt aber, dass die Räder, dass er hier so ein bisschen runterknickt, ne? Aber trotzdem, sieht gut aus. So, das soll es gewesen sein. Kurze Mod-Vorstellung. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen, wie ihr diesen Mod findet. Als erste Version jetzt hier mit solch ein Doppeltrailer. Ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.